Ja, Johnny Sousa, ihr habt 3:0 gewonnen. Ich denke, auch absolut verdient gewonnen. Zu niedrig gewonnen, oder? Ja, absolut. Am Ende des Tages muss man sagen, war hier eigentlich sogar ein zweistelliger Sieg drin. Schon nach 7 Minuten haben wir, glaube ich, 3-mal Aluminium getroffen und auch anschließend viele hochkarätige Chancen liegen lassen. Bis zur Halbzeit hätten wir auf jeden Fall 6-7 Tore machen müssen und auch dann nachher in Überzahl, wenn man noch eine ganze Zeit in Überzahl spielt, muss man es letztendlich besser ausspielen können. Unsere Mannschaft wollte aber, sie hatten von Anfang an eine gute Einstellung. Wir haben schnell ins Spiel gefunden, das war unser Ziel, um letztendlich die Schwachpunkte aufzudecken und eine Verunsicherung da reinzubekommen. Das haben wir auch geschafft, aber es haben halt eben frühzeitig noch Tore gefehlt. Ja gut, am Ende des Tages, ich bin ein Freund davon, immer zu Null zu spielen. Wir haben Gott sei Dank sauber gestanden, wobei auch wir ein, zwei Torgelegenheiten zugelassen haben. Aber am Ende nochmals möchte ich zufrieden sein. Dann sind es halt 3 Tore geworden, 3:0 und wir bleiben 2019 in einer positiven Spur. Das ist uns allen sehr wichtig. Und ihr macht weiter Druck auf die beiden Führenden. Jetzt kann man nochmal nach ganz oben schielen, denke ich jetzt mal. Ne? Zumal das hier oben so ein absolutes Schneckenrennen ist dann mit Eisbach, Thal und Moorbach. Ja, indem man seine Spiele gewinnt, macht man natürlich dann automatisch Druck. War eigentlich zur Winterpause überhaupt nicht auf der Agenda bei uns. Vorgestellt haben wir uns da eigentlich nur so schnell wie möglich 6 Punkte zu holen, um wieder definitiv Rheinlandliga planen zu können. Jetzt läuft es ganz gut, dann nimmt man die Euphorie mit. Letztendlich haben wir keinen Druck und wir können locker aufspielen. Die Jungs sollen Spiel für Spiel genießen. Jetzt hatten wir 2 Auswärtsspiele. Am Sonntag freuen wir uns zu Hause auf Mülheim-Kärlich und Spiel für Spiel gewinnen, wenn es möglich ist. Und wenn es da am Ende für irgendwas reicht, ist es gut. Wenn nicht, sind wir, glaube ich, nächstes Jahr wieder eine gute Mannschaft in der Rheinlandliga. Und das ist unser Motto.